Bereust du etwas, Desmond? Zum Beispiel? Das Ausreißen, deine Eltern zu verlassen, einen Scheißjob zu machen und so zu tun, als wärst du produktiv? Wie ist es, wenn man sich sein ganzes Leben vor schweren Entscheidungen drückt? Ach, komm. Klar, du bist ein Assassine. Aber es war nicht deine Wahl. Worauf willst du hinaus? Ich will wissen, ob du etwas bereust. Sicher. Ich wünschte, ich hätte mehr Geduld mit meinen Eltern gehabt. Ihnen mehr zugehört. Und Lucy, vielleicht wäre es anders gekommen, wenn ich... Ich weiß es nicht. Dankeschön. Wofür? Für etwas Vernunft. Wir kommen wieder zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations und wir sind jetzt in Desmonds Montur. Ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie, für irgendjemand irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert? Was ist er? Ist er der Auserwählte? Ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten hohe Konzentrationen der DNA der ersten Zivilisation. Nur einer von 10 Millionen hat so viel Glück. Ah, der Sicker-Effekt. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Ich wünschte, wir hätten früher von seiner Gabe gewusst. Aber die Templer merkten es vor uns. Und sie fanden ihn zuerst. Okay, ich hoffe, das Gespräch ist mal beendet. Leider habe ich gerade die keinerlei Ahnung, welches jetzt verfügbar ist von diesen Toren. Ich schätze mal, die zwei da hinten sind sehr dunkel und noch nicht verfügbar. Ich glaube auch noch nicht spielbar, solange wir jetzt hier nicht die ersten gemacht haben. Auf jeden Fall sind wir die Datendeck-Fragmente, was wir gesammelt haben, hier jetzt gespeichert. Praktisch weiß ich, wir können jetzt die Tore betreten. Jetzt weiß ich bloß nicht, wann ich das machen soll. Ich schätze mal, aber erst so nächsten paar Folgen, wenn ihr sagt, ja, wir wollen das jetzt auch alles ein bisschen sehen oder alle auf einmal, also heißt nacheinander sehen, dann werde ich dann vielleicht sogar eine Folge rausbringen, dann, wo alle nacheinander ich zeige. Oder das halt Spiel natürlicherweise. Ich weiß aber auch nicht, wie viele Defragmente ich sammeln muss für das letzte. Ich guck mal gerade, ich hoffe, das aktiviert's nicht, sonst habe ich echt Scheiße gebaut. Ah, ja, nicht rein. Okay, die letzte funktionieren doch. Werde ich jetzt aber nicht machen, ich werde jetzt erstmal wieder zurückmarschieren durch dieses Tor hier. Und dann schauen wir mal mit Sequenz 7, wie es weitergeht. Ich habe Konstantinopoli verlassen und bin ins anatolische Hinterland aufgebrochen. In eine Gegend namens Kappadokien, wo Manuel sein Heer ausbildet. Mit etwas Glück bin ich nicht allein, denn es gibt dort osmanische Spione, die auf den rechten Moment warten, um zuzuschlagen. Doch wie immer vertraue ich nur auf mich und halte die Erinnerung an Sophia in meinem Herzen. Claudia, du würdest lachen, könntest du die rasenden Gedanken deines Bruders lesen. Ich bewundere Sophia mit tieferer Zuneigung, als ich je für möglich gehalten hätte. Nach Christinas Tod ist auch in mir etwas gestorben. Doch dieses Gefühl, diese Fähigkeit zu lieben, ist wieder erwacht. Ich verehre Sophia, jedoch wage ich nicht, sie in mein Leben hineinzuziehen. Nicht ohne Angst, sie zu verletzen oder gar zu verlieren. Anzeichen für eine Armee hier. Und keine Spur von Tariqs Männern. Jo, dann schauen wir uns mal ein bisschen durch die Gegend um anscheinend. Und Ezio hat einen Mantel. Was für ein Alter. Voll gottmäßig, ey. Ist das geil. Ich bin da so richtig genial, Mann. Das kommt so übelst bosshaft, ey.
Das ist so richtig krass, Mann. Das könnten sie echt öfters machen. Das sieht so krass aus, ey. Naja, okay. Neuer Ort. Sehr interessant hier. Ich bin mal gespannt, wann wir in der Sequenz landen, wo wir nach Masyaf wieder zurückgehen und frei rummarschieren können. Würde mich echt interessieren. Weil, ja, ein Ort, Konstantinopel, und so die ganze Zeit abhängen, das ist so übelst langweilig, finde ich. Obwohl die Stadt mir auch nicht wirklich, ja, nicht wirklich gefällt eigentlich sogar. Na, aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Ich werde das natürlich immer noch weiterspielen. Ich will das Ende erfahren irgendwann mal, natürlich. Ja, und ich hoffe, ich krieg Revelations durch, bevor ich hier, ja, Dings gezockt hab. Assassin's Creed 3 natürlich weiß. Meine Fresse, habe ich schon wieder verpeilt. So, 38 von 100 Animus Defragmenta. Oh Gott, du dreckige Sau, ey. Warum muss das so viel sein? Okay, hier können wir noch ein bisschen rummarschieren. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr nett aus hier. Sehr nett. Schönes Ambiente. Lichteffekt ist auch nicht schlecht. Dürfte diesmal nicht so dunkel sein, schätze ich mal. Nicht so wie letztes Mal. Und da hinten ist ein bläulicher Nebel hier. Und wenn das so die Stadt drin ist, dann ist das so hammergeil. Und wie ich es gesagt habe, das ist eine abgefuckte Stadt. Ich krieg die Krise, Mann. Schade, dass er wirklich kein Geld dabei hatte. Na, irgendwas stimmt mit denen da nicht. Okay, doch. Aber ist das nicht geil, Leute? Eine Stadt in einem Felsen drin. Und in einem Berg, besser gesagt. Geht's? Ach, das ist so richtig krass. Ich frag mich, wie sind sie auf das gekommen? Das ist so richtig hammergeil. Es sollte aber wirklich nicht so viele Leute umbringen, weil das ist ja so eine Art Armeestützpunkt. Und ich finde solche Gemäuer so richtig hammergeil, ey. Das ist so ein Burner. Ich habe mich jetzt in diesen Ort verliebt. Ich glaube, ich werde hier jetzt eine ganze Weile chillen. Naja, okay, hier rum. Ich suche jetzt erstmal nicht so einen Aussichtspunkt anscheinend. Gehe ich davon aus, dass es hier einer gibt. Und er sollte hier sein eigentlich. Sieht mir danach aus. Vielleicht, was noch richtig geil wäre. Ein Weg durch diese Luke durch und oben auf dieser Luke oder diesen Durchgang gibt's nochmal einen Aussichtspunkt. Das wäre doch auch mal was. Ein riesiger, fetter Turm. Und damit weiß ich, was das für ein Ort ist, beziehungsweise überschauen kann. Das wäre doch mal nice, oder? Und wie lange nehme ich das schon wieder auf? 10 Minuten. Das ist aber echt ein schwieriger Ort, muss ich sagen, hier. Ist das jetzt der Aussichtspunkt? Ja, Mann. Gut. Schauen wir uns mal die Karte genau an, wie groß das ungefähr ist. Ja, habe ich mir schon gedacht, nicht wirklich groß. Aber hier sieht mir das so noch sehr nach was aus. Kann sein, dass es noch ein bisschen größer ist, als es wirklich ist. Vielleicht. Ich weiß es ja nicht. Okay. Es gibt nicht wirklich viele Läden, aber es ist auch nicht wirklich groß, wenn man so bedenkt, dass das hier eigentlich, naja, nicht mal annäherndsweise, naja, so groß doch nicht. Also größer als Konstantinopel ist es auf jeden Fall nicht, selbst von einem ganzen Radius, weil ich mit den ganzen Pixeln dazu schon, aber dann nicht. Aber egal. Schauen wir mal, schauen wir mal.
Gut, schauen wir mal. Taris ausfindig machen. So. Oh, ich will doch darüber klettern. Oh, ich hoffe mal, das geht jetzt nicht schief. Ja, ging schon ein bisschen schief, aber naja. War jetzt so tragisch. Dann gehen wir mal darüber. Das ist episch, Alter. Hab ich noch meinen Fallschirm? Fallschirm geht auf. X. What the fuck, Alter? Was soll die Scheiße? Kannst du nicht mal Fallschirm da rein benutzen? Oh Mann, hättest du nicht einer früher sagen können? Ich hätte ja bei mir zu Hause anrufen können und so und sagen, ey, da spring lieber nicht runter, weil dann schon's passiert, tot. So in etwa. Nicht springen, schon's tot. Hätte auch schon gereicht. Oder eine SMS. Ja, dann springen wir da runter. Ist so ein bisschen blöd, dass man hier keine Fallschirme benutzen kann. Und wie ich sehe, habe ich auch keine Assassinen. Auch recht schade eigentlich. Ist jetzt aber kein Beinbruch natürlich. Och komm. Dann du bist Hebel. Ah, sei ruhig. Sieht mir auch aber auch ein bisschen sehr verwinkelt hier aus. Oh, ich sollte auch mal zur Bank gehen. Ach, das soll's runterklettern. Bitte. Gut. Schauen wir mal, was wir so am Money haben. Ach, 16.000. Ah, okay, brauchen wir nicht. Warten wir noch. Dann auf Wiedersehen. Da warten wir noch. Ja, ich setz mal hier meine Sinne ein, mein Adlerauge und schauen wir mal, wo der so ist. Die Person. Ich habe das so ein Gefühl, dass der Typ innen ist. Ah, ist er das? Ah, nee, das ist sie. Ah, sehr interessant. Wer von denen ist sie? Alter! Komm! Ist sie das? Ah, natürlich! Was rennst du weg, bitte? Warum rennst du weg? Scheiße! Ha, kriegst du die Tür nicht auf. Nicht so nah, Adi Harif. Beruhigt euch. Tariq schickt mich. Nur euch? Warum nicht mehr? Ich reiche aus. Wo sind eure Männer? Vor über einer Woche von den Byzantinern gefasst. Ich war als Sklave verkleidet und konnte entkommen. Aber die anderen... Seid ihr ein guter Kämpfer? Das glaube ich schon. Sobald ihr euch sicher seid, kommt zu mir. Oh, Ezio. Was du anstellst. Okay, wir sind jetzt bei 14 Minuten. Ich glaube, wir wandeln doch einfach mal ein bisschen durch die Stadt durch, so unsere 1-2 Minuten. Ich werde noch ein bisschen erzählen, natürlicherweise. Die Leute, wo jetzt schon mal keinen Bock haben, die können schon mal wegklicken, das ist ja klar. Ich halte euch nicht damit auf und ich will jetzt einfach noch ein bisschen die Stadt erforschen, bevor ich hier die nächste Mission anfange und ein bisschen Leute killen. Und mich interessiert wirklich sehr, was da hinten ist. Gucken wir mal. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Stadt. Eine richtig geile Abwechslung hier. Besser hätten sie es nicht machen können, nach meiner Vorstellung. Nochmal ein Aussichtspunkt erscheint. Ein heiliger Ort, gehe ich da mal davon aus. Sieht sehr danach aus. Die Wachen machen gar nichts, ist auch nicht schlecht. Komm ich da hoch? Ja, da seitlich. Ja, gut. Ah, ist das cool hier, das ist richtig cool.
Nein, nicht runter, du sollst zurückspringen. Das ist ein Kreuz. Aber nicht schlecht. Okay, hier geht mal gar nichts. Hier geht nichts. Ah, da kommt bestimmt irgendwas später, hundertprozentig, wo wir dann hochklettern müssen? Nein. Ja, wo wir dann hundertprozentig, einen von hier oben killen müssen. Das sieht so sehr verdächtig aus. Was sagt ihr dazu? Also, ich find's auf jeden Fall so. Ach, shit. Okay, dann schauen wir uns mal zum nächsten Ort um. Wo cool sein könnte. Die Wachtürme sind auch nicht schlecht gemacht. Und zack. Ah, das ist alles hier noch lame, finde ich, ein bisschen. Das ist nicht so interessant hier, aber sehr viele Frauen spazieren hier rum. Das hat auch was Nettes. Ich bin mal gespannt, wie viele Defragmente hier gibt. Das ist mal ein cooler Ort hier. Guckt euch mal das an hier. Ich finde solche Brückenuntergänge so hammergeil. Akrobaten. Ist der Zirkus und das mit einer Seilbrücke kombiniert. Und hier drüben kannst du noch reinmarschieren, ey. Wenn da jetzt noch ein Tunnel wäre, dann wäre das optimaler Punkt hier. Das ist so episch gestaltet hier. Aber da drüben ist der Punkt. Und dann würde ich mal sagen, da sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Und wir gehen dann dorthin und zerbatschen da die Leute, hier scheint. Oh, da hoch. Müssen wir dann hundertprozentig. Naja, okay. Dann sage ich ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.